Hallo und einen wunderschönen guten Servus zurück zu Ark mit Chalandra, Julia und Chili. Hallo. Hallo. Salve. Was war Die das jetzt? pure Motivation. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen zeitlich herunter. Wir machen heute mal einen Ausflug zu diesem Berg da hinten, bei diesem blauen Pylon. Das schaffen wir, glaube ich. Kann nur schief gehen. Ha, geschafft. Ach, da ist Julia. Wie ruckelt's bei mir? Bei mir ausnahmsweise mal nicht, ich werd verrückt. Schön, dass du schaust, wo Julia ist, aber dass Ja, ich ganz weit ich eh nach hinter dir euch geschaut. bin, interessiert dich nicht. Ich habe gesehen, dass du beim Berg hinten runtergesprungen bist und Julia hatte ich keinen Text. Und dann hatte ich Julias Text gesehen und deinen auch. Ja. Das ist deine erste Arc-Aufnahme mit neuem Internet, ne, Julie? Yep. Kann es daran liegen, dass weniger ruckelt? Ich weiß es nicht. Ich habe Du keine Ahnung, ich hatte. beanspruchst meine Bis jetzt Bandbreite. läuft's. Oder auch nicht. Ich habe zwar zwei Ohren, aber ich kann nur einer Person gleichzeitig zuhören. Wieso? Ist nicht multitaskingfähig. Nee. So, wer hat jetzt was gesagt? Traut sich keiner. Ja, dann. Ladies first, würde ich sagen. Okay, ich habe gesagt, dass Freaks dann also meine Brandbreite verbraucht und deswegen bei mir leckt. Nö, nö, ich bin nicht schuld. Nö. So, jetzt darfst du, Meister Bropper. Das gleiche habe ich auch gesagt. Ach so. Ja, klar. Warum? Hast du eigentlich PvP angestellt? Nö. Ja, toll. Gut, so wie es gerade ruckelt, würde ich eh verlieren, aber egal. Wir sterben auch gegen die Dinos schon oft genug, da müssen wir uns ja auch noch selbst umbringen. Ja, ich weiß, du würdest gern Chili. Dieser Mond ist verdammt grell irgendwie. Jo. Finde ich hübsch. So riesig. Aber mir fehlt der Dodo-Mond. Oh, da ist nicht. Da ist eine Schlucht. Wo geht es darüber? Da vorne rum vielleicht? Wo ist Oder da hinten vorne? rum? Oh. Da meine ich in die Richtung. Aber das sieht auch nicht gut aus, glaube ich. Keine Ist hier Ahnung. oben? Aber mal irgendwo werden wir schon einen Weg darüber finden. Schau mal kurz nach Wir vorne. könnten eine Brücke bauen. Boah. Ja, da vorne geht's rüber. Dass ich das Okay. richtig sehe. Ja. Dann glaube ich dir einfach mal und komme zu dir. Die Viecher sind immer im Weg. Egal ob gezähmt oder nicht. Ich habe Angst, da liegt ein totes Vieh. Und gleich eine tote Julia. Na, hoffentlich nicht. Gratis Leder. Wohl für eine Riesenschlucht ist. Wo seid ihr denn da hinten? Würde mich ja schon mal interessieren, was da drin ist. Probier es aus. Wow. Das ist nur ein Känguru. Das wollte fast reinhüpfen. Ach, ist es lustig, Ark zu spielen mit schreckhaften Leuten. Wir sind hier schreckhaft. Keine Ahnung, ich glaube Chili. Brutal. Da steht ein komisches Tor. Oh, Also so eine eine Säule. Ruine. Ja. Willst du noch mal fragen, wer hier schreckhaft ist? Ich hab's nicht abgestritten. Ich sag's gleich. Aber ich sah den jetzt ernsthaft nicht kommen. Ja, ist auch hier verdammt dunkel, die Stelle. Ja. Hat ihn irgendjemand auseinandergenommen?
Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Achtung, da geht's wieder runter, oder? Yep. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es hier rüber geht, aber ich glaube, das hat getäuscht. Außer wir können weit hüpfen. Willst du es probieren? Nee. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder wir gehen mal weiter da. Ich glaube, da hinten, oh Gott, da das kommt ist jetzt nicht voll so viel. Dunkel, ist es bei euch auch so dunkel? Yep. Mhm. Hier, oder? Oh nee. Ich glaube, hier können wir rüber. Warum ist es plötzlich noch dunkler als vorher? Wow. Es wird Tag, oder? Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall hell gerade. Über 11 haben wir. Ja, 4:11 wird bestimmt Tag. Also wir sind drüben, Mädels. Ja, ein Mädel ist auch drüben. Wo? Warte. Na, Julia hält wieder alles auf. Ja, ich war auch weiter hinten. Bis es dann hieß, hey, hier geht's rüber. So, jetzt kommt die nächste doofe Frage. Wie kommen wir hier den Berg hoch? Bräuchte langsam mal Wasser. Ja, ich auch. Ich glaube auf... Da vorne fliegt ein Vogel. Wo ist da vorne? Die andere Richtung, wo ich gerade gegangen bin vorhin. Hey, ich bin fast oben, jetzt ist nicht. hier geht's glaube ich rauf. Wow. Na komm schon. Oh, da geht's gleich wieder runter. Uiuiui. Oh, Vorsicht, da ist ein Kanu, Vorsicht. Wo? Oh. Hinter dir, der kommt gerade zu dir. Hab ich keine Lust drauf. Also hier kann man schön raufgehen. Oh, ich glaube, ich... Warum auch immer? Eigentlich nicht. Hä? Ich glaube, der hat dich runtergekickt. Ich sehe zumindest schnell an. Nee, ich bin überhaupt nicht gefallen. Was war jetzt? Oh Gott. Autsch. Was war das jetzt? Das tat selbst mir weh, als sie redete. Alter, die Blitze sind geil. Ich glaube, dein Mikro spackt wieder ab. Autsch. Ja, deins. Ich bin überhaupt nicht gefallen. Also bei mir liegst du weiter unten. Ich guck in meine Aufnahme, ich bin vielleicht maximal Meter runtergefallen. Hm. Es geht das wieder los. Oh, es geht wieder los. Ja, ich probiere mal hinzukommen. Müssen wir ganz rauf auf den Berg? Von ganz oben hast du halt den besten Überblick, was da so rumgammelt. Weil der Vogel fliegt eigentlich da weiter nach unten. Ich probiere mal zu euch zu kommen, ich weiß zwar nicht mehr den Weg, aber irgendwie. Also ich stehe bei deiner Leiche die ganze Zeit. Ja, nee, so. Das was du aufsammeln. Oh, so. Das was du aufsammeln kannst, sammel auf. Dann ist gut. Wenn's geht, bitte. Ich hab ein Chili-Rezept bekommen. Besser so. Dieses Gericht ist voller nahrhafter Energie. Du wirst merken, dass du konzentrierter sein wirst, um Hindernisse und Ablenkungen vermeiden zu können. Aha. Okay, das passiert, wenn man Chili isst. Siehst du. Oh. Oh, ganz geil. Wow, wow, wow. Wow, wow. Stirb nicht ich, stirb du. Ich habe Angst, wieder runter zu gehen. Um Gottes Willen. User joined your channel. Hallo? Autsch. Oh. Ich glaube, das liegt am Gewitter. Kann das sein? Weiß es nicht. Das letzte Mal war aber kein Gewitter, oder? Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, aber es hat das Gewitter angefangen. Das hat angefangen, dass Chalandra halt so... Machst du auf jeden Fall gut nach. Und ich habe keinen Plan, wohin ich laufen muss. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich lieg gerade bewusstlos am Boden. Ah, du auch? Na, tot bin ich nicht. Ich bin nur bewusstlos. Und ich habe gerade Angst, dass ich wieder stecken bleibe. Hat hier ganz so nervige Skorpionen. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Nein, 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 nein! Wow.
glaube, sie ist jetzt auch da runtergefallen, wo ich gerade fast runtergefallen bin. Man darf auf diesem Berg nicht hüpfen. So, jetzt bin ich wieder auf den Beinen. Wo bist du, Chili? Kein Plan, ich habe noch keine Schlucht gesehen. Okay. Ich verdurste gleich. Egal, machen wir hier. Chalantra, warte auf mich, warte auf mich. Bin bei dir. Aber hören tut sie uns ja noch, oder? Freaks, ich benutze dein Deck nur so. Alles klar. Und schon Chalantra wartet auf mich. Bleib doch zur Not einfach. Und dann soll ich jetzt 10 Minuten hier rumstehen. Oh, ist gut, dass ich mich doppelt habe bei Julia. Was ist? Ich höre mich doppelt wegen dir. Ist gut. Sorry. Besser. Ja, angenehmer. Na, ja. So schön ist Chilis Stimme nicht. Da ist Chalantra, jetzt... danke. Weißt du, wo lang? Ja, okay. So wie läuft, ja. Du hast auch einen wahnsinnigen Orientierungssinn, oder Chili? Ja, hat er. Du Heilige, geht's da weit runter vor mir? Ich wollte einfach nur Chalantra von hinten beobachten. Das war die Intention dabei. Hier ist ein Adler bei mir in der Nähe. Oder wer so oder was Vogelfie. Ist Raphael? Was ist mit Raphael? Was? Wer oder was ist Raphael? Raphael ist irgendein... doch das Vieh bei uns im Haus. Also ist auf jeden Fall ein Vieh, was gezähmt ist und hier in der Schlucht steht. Ja. Ah, das war von Chalandra und die hat das aufgehabt. So. Ja. Saß auf ihren Schultern. Da ist er anscheinend gestorben. Okay. Ich weiß nämlich nicht, was ich merke aber schon, dass er genauso ein Draht wie ich gerade. Rette meine Sachen. Ja, deine Sachen habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Oh, ach, da unten. Ach, du Heilige. Holy Macaroni. Wasser. Sag ich doch Karl, mein Troppel. Ja, es sieht gut aus. Ach, du hast nur 12 Minuten Zeit. Nee, 8. Achso. Ich meinte, es bis jede Sachen. Ja, nix, ja, alles gut, alles gut. Ach, hat auch Klick gemacht. Ja, ja. Dann ist gut. Ach, so mal. Ich habe jetzt Chilis Leiche gesehen, ich habe Chalandras Leiche gesehen, aber ich habe noch nicht Julia gesehen. Ich bin ja noch da beim Berg. Und der Adler ist jetzt über die Schlucht geflogen. Der ist jetzt weg. Oh, Säbelzahntiger. Wir sehen jetzt nicht mehr. Ah, oh, da drüben hüpft er noch herum. Aber ich suche hier Wasser und hier ist nirgendwo was. Nicht mal so ein verdammter Käfer. Erst wenn du verdurstet bist, dann kommen sie alle. Ich glaube, ihr wisst falsch, aber ich laufe immer schön hinterher. Wo? Ich schreibe im Chat. Oh, was ist das? Hier gibt es irgendeinen anderen Stein. Okay. Ah, das ist Metall. Hä, warum glänzt das so? Metall nicht schon immer geglänzt. Das nehme ich jetzt nicht mit. Ich brauche Wasser. Achso, das meinst du wahrscheinlich. Oh, Salz. Ich habe Salz gefunden. Okay. Sachen gibt's. Was ist das da vorne? Ein Schmetterling? Da ist so eine Motte oder sowas. Ist die gefährlich? So. Wo ist sie jetzt? Ich glaub nicht. Nee. Oh. Ich war gerade am Schreiben und sie läuft halt weiter. Okay. Ah, dahinter eben ist sie. Okay, ich sehe sie wieder. Hier ist so viel Metall. Wie kann sie denn weiterlaufen, wenn sie hinter dir ist? Ich muss ein bisschen rumdrehen. Ich sehe den roten. Was ist denn rot? Blau müsste doch dahinter uns sein, oder? War nicht hier rot? Und hier blau? Ja, aber blau ist irgendwie weiter hinten, also hinter dem Berg. Ja, hier, quasi. Oder? Da, jetzt.
Wenn wir jetzt gucken und links, wenn ich so gucke, links neben uns ist rot, dann müsste doch rechts neben uns blau sein, oder? Das heißt, du müsstest im Endeffekt hier runter. Das ist ein Baum. Oh Gott. Also im Grunde, wir sind vom Haus aus, ja, das Tor rausgelaufen, immer geradeaus. Ah, wir warten einfach kurz. Da hier ist blau. Ein Skorpion. Sag ich doch. Da vorne Wasser? Oh nee, das ist so ein komisches Mottenvieh. Nein, es geht immer noch nicht. Wo seid ihr denn jetzt? Circa. Wir laufen gerade zum blauen Turm. Der blaue Turm ist aber noch ein Stückchen weg von dem Berg, ne? Was hat das jetzt getan? Okay. Ich glaube, sie ist irgendwo runtergefallen. Und ich glaube, sie hat keine Lust mehr. Was? Warte. Ja, das kennen wir auch mit dem so tief war es nicht. Also, das könnte durchaus tief sein. Soll ich es mal mitprobieren? Aber ich hab kein Bett mehr. Mein Bett ist noch frei, oder? Das glaube ich benutzt jetzt schon Landra. Ach so. Ja. Muss ich in die Richtung blauer Turm, oder? Ich zeig's euch jetzt doch mal. Also, damit Chalandra, wenn sie die Aufnahme sehen will. 16 Minuten 50 musst du gucken. Ist schon tief. Ist schon tief. Macht er voll Werbung für seine Folge, ich weiß es nicht. Ich hab gesehen, wie sie gesprungen ist. Ui! Ich komme jetzt mal langsam zurück. Ich finde keine Schlucht, ich habe keine Ahnung. Hier hinten sieht es aber echt cool aus. Ja, dann benutzt Julia ihr Bett. Ja, kannst du mein Bett benutzen, ist kein Problem. Ich habe nicht vor zu sterben. Auch wenn mein Wasser sehr niedrig ist. Kannst aber ein paar Beeren sammeln, das bringt zwar nicht viel, aber immerhin kein bisschen. Ja, ich esse die ganze Zeit schon Beeren. Vielleicht haben wir Glück und es setzt der eine Regentag pro Monat ein. Na was? Der eine Regentag. Wie oft regnet es hier nicht? Kannst du nicht davon trinken? Nee, aber es füllt sich automatisch auf. Bei Regen. Freak. Okay. Rettest du jetzt Sachen? Hab ich schon. Ich suche nur Chilis Leiche. Aber die finde ich gerade irgendwie nicht. Ich glaube, die ist despawned. Schön. Und dann Spaß, ey. Also ich weiß wirklich nicht, wo sie ist, aber nachdem Schalander noch 8 Minuten hatte, denke ich mal nicht, dass dein schon despawned ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich zu dieser Schlucht komme. Ich komme euch mal abholen. Ja. So, Navigator. Oh, da ist eine Schlucht. Ein Wasserkäfer. Komm, geh runter. Wo war denn hier diese scheiß Schlucht? Ich hab die Schlucht. Wasserkäfer. Die Schlucht, wo deine Leiche liegt, meinst du? Ne, die nicht. Wasserkäfer. Komm runter da oben. Nein, komm bitte runter, schnell. Oh Gott, bitte flieg nicht in die Schlucht. Nein, das kannst du mir nicht antun. Oh, blödes Mistvieh. Oh Gott, ich brauch Wasser. Ich sterbe gleich. Und der blöde Geber fliegt in die Schlucht rein. Warum? Ich hab deinen Namen gesehen gerade. Welchen? Hallo Chili. Ich hab doch gesagt, ich hab's gefunden. Du musst da drüben rüber, links. Also du hast noch 2 Minuten 30, Chili. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen. Ja gut, ich stehe direkt daneben. Oh, sonst weiß ich nicht, was von dir und was von Cholandra war. Okay, hey, ich habe 213 Betäubungspfeile. Ganz komisch. So. Habe ich alles selbst hergestellt. Oh, der Adler fliegt über mir. Ich bräuchte auf jeden Fall mal Wasser. Cool aus. Ja, nicht nur du, Mann. Blöder Wasserkäfer, ich hasse ihn. So, ich gehe mal wieder den Berg hoch. Da ist ein Ölkäfer, Mann.
Ja, trink doch ein bisschen Öl. Siehst du schon was von mir? Momentan nicht. Wasser, Wasser, Wasser. Ich brauche Wasser. Bin ich eh gleich wieder zu Hause. Na komm, ich nehme es jetzt einfach. Es ist noch eine Minute 25. Ja, weiß nicht, ob du das schaffst. Ich bin jetzt ganz oben. Fast. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Wasserkäfer, Wasserkäfer, Wasserkäfer. Nee, du fliegst jetzt weg. So, was? Den hier wegschmeißen. Ach, Gott sei Dank. Wo ist Chalandra jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Boah, das Geräusch gerade von. War das Tastaturtippen gerade von einem von euch? Ja. Achso. Ich dachte, es wäre von Chalandra, weil das habe ich normal gehört. Okay. Das ist schlecht. Ich habe keine Ahnung, Pix, wo du bist. Ja, hier gibt es halt auch so extrem Chalandra, wenig Orientierungspunkte. Oh Gott! Also ich bin auf jeden Fall, wo ich ganz normal rumlaufen kann auf einer Ebene beim Berg. Da ist ein Raptor. Oh, ich dehydriere. Steine, okay. Steine. Das war gut. So, jetzt weißt du Bescheid, Julia. Ja, sind bei dir Kaktus oder so? Okay. Also ich bin jetzt wahrscheinlich... Kaktüsse gesagt? Ja. Okay. Kaktüsse. Ich bin Österreicher, ich darf das. Ja, das zieht bei mir als Bayer auch nicht mehr. Also ich bin jetzt ganz ja, oben, Bäume. Auf dem Berg. Ich sehe aber deinen Namen nicht. Ich bin gerade auf so einem Hügel. Also auf so einem Steinfelsen oben. Ich versuche zu dir zu kommen, Chili, aber ich... Ach, ich krieche durch die Gegend. Kaktus auf der einen Seite und Bäume auf der anderen Seite. Und der Raptor. Oh Gott, das sind sogar zwei Raptoren. Ja, gut, ohne Wasser sterbe ich sowieso wieder gleich, also von daher, alles tot. Sammelt doch ein paar Beeren. Wenn du auf einer geraden Ebene bist, werden dann bestimmt auch Sträucher sein, oder? Okay. Okay. Ich hab gedacht, ich sterbe lieber. Nein. An was bist du jetzt gestorben? Wollt zu schnell runter vom Berg. Ach ja je. Bevor ich Bären futter, sterbe ich lieber. Ah ja, hallo, wir wollen Bären essen. Das letzte Fraß von Fraß. Chalandra, hast du eine Felswand vor dir? Wollen wir eigentlich uns ja, offscreen okay. Weitersuchen? Gerne. Ich glaube, spannender wird die Folge nicht mehr. Naja, war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Aber immerhin sind wir schon mal beim Berg. Vielleicht nächste Folge mit dem Zähmen. Mal schauen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Tschüss.